Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Essence hat eine neue LE draußen und zwar gibt es da die Bloom Baby Bloom Palette drin. Die hat mich am meisten interessiert, deswegen habe ich sie mir auch mitgenommen und heute in diesem Video werden wir sie reviewen. Drinnen habt ihr neun schöne Farben, die eigentlich schon nach Frühling schreien, genauso wie die Verpackung. Also richtig schön frisch, sehr pink, pastellig. Man hat aber auch zwei schöne tiefe Töne. Von der Formulierung her sieht es aus wie ein Semi-Matt. Richtig schön pigmentiert. Mal sehen, wie die swatchen. Bisschen krümelig, also muss man ein bisschen ausweichen. Aber jetzt nicht sonderlich Schlimmes. Und dann haben wir wieder diesen Glitzer-Finish. Ich glaube, das ist sogar die gleiche Farbe wie aus der Weihnachtspalette vor einem Jahr. Da habt ihr halt so einen Glycerin-Glitzer, so eine Glycerin-Glitzer-Mischung. Wow, Deutsch ist nicht mal am Start. Drinnen haben wir keinen Spiegel. Von der Größe her ist sie ein bisschen kleiner als die Standard-Essence-Paletten, diese Follow Your Heart und sonstigen. Aber ich will mich hier nicht einfach verquatschen. Ich zoome euch einfach ran und wir legen auch schon los mit dem Augen-Make-up. Ich nehme erstmal so ein bisschen gefächerteren Pinsel und wir bauen auf hier diese Peach-Farbe. Die Farbe ist sehr schwach, kann aber auch daran liegen, dass es halt so ziemlich meiner Hautfarbe entspricht. Ist vielleicht ein bisschen rosiger, aber hebt sich jetzt nicht extrem ab. Ich sette mal trotzdem in der Crease, um dann später ein bisschen besser ausblenden zu können. Übrigens, meine Augenlider sind ein bisschen gereizt. Ich hatte ein paar Probleme die letzten Tage. So, ich habe hier dann diese pinke Farbe, diese Tiefe. Und ich würde die auch jetzt schon gerne versuchen aufzubauen. Die ist sehr pigmentiert. Da braucht man nicht viel Farbe aufnehmen im Fännchen, sondern einmal kurz reintupfen. Eine Sache, die mir auffällt, durch den Semi-Matt-Effekt hat sie verschiedene Helligkeitsstufen aus verschiedenen Winkeln. Ich bin jetzt kein Fan von sowas, weil das ein bisschen irritiert. Hier haben wir so ein Frost-Pink-Weiß. Dann nehme ich so einen Blendepinsel. Oh, die hat ein bisschen gekrümelt, sehr pudrig. Und die nehmen wir halt zum Ausblenden. Wow. Also die Farbe ist jetzt gefühlt weg. Ich guck mal, wie es ohne ist. Also man braucht schon die helle Farbe für die Ränder zum Ausblenden. Also schön, dass sie in der Palette drin ist. Aber das dunkle Pink, das ist ja eher ein Pflaumenton, den müssen wir wieder aufbauen. Also ich muss jetzt schon sagen, ich finde die Qualität sehr durchwachsen. Also an sich ist es diese Art von erster Eindruck richtig gut, aber je länger man arbeitet, desto mehr merkt man, dass man aufbauen muss und sonstige Sachen. An sich würde ich jetzt nicht direkt sagen, dass es eine schlechte Palette ist, aber ich merke jetzt schon, dass man da auf jeden Fall Arbeit reinstecken muss. Ins Ausblenden und Aufbauen und sowas. Gehen wir mal jetzt in diese Metallic Pink Farbe. Ist ein bisschen trockener als aus der Weihnachtsedition. Diese Metallic Duochromes, die Essence mal rausgebracht an dieser Ho-Ho-Ho-Palette. Ist ein bisschen trockener. Ich versuche mal mit Finger. Wow. Okay, grün will ich nicht drin haben. Aber lässt sich auf jeden Fall richtig schön mit dem Finger auftragen. Also gerade wenn es schnell mal gehen muss, ist natürlich eine perfekte Farbe. Eine Sache, die ich unbedingt erwähnen muss, die Palette ist nicht vegan. Also ist natürlich roter Farbstoff drin. Ja, wir nehmen jetzt diese... Oh, ich weiß, ich kann die Farbe nicht beschreiben. Ist ein Champagnerton mit einem Pinkshift, also ein Duochrome. Ah, richtig schön. Das ist nicht so wie gerade eben die Farbe, sondern das ist so richtig schön flaky. Sehr silikonhaltig. Schon so eine Glycerin-Silikonbombe. Also mein Pinsel, mit dem ich eigentlich sonst immer arbeite, der funktioniert nicht so gut gerade. Ich versuche das mal glatt zu streichen mit dem Finger. Also das, was das jetzt gemacht hat, finde ich... Das sieht schon scheiße aus. Versucht das gleich zu retten. Und zwar gibt es so einen frostigen Effekt. Also es ist keine Schimmerfarbe. Es ist eher so ein Topper. Erinnert mich an die Hatice Schmidt Farbe. Sie hat da auch so in der Love Palette sowas. Allerdings ist natürlich ein krasser Qualitätsunterschied drin. Also ich toppe nochmal das Pink drüber, um das ein bisschen glatter zu streichen. Also schon echt flaky und
hebt die Textur vor auf dem Augenlid. Also das kann man natürlich verwenden für so Effekt, aber muss man halt wissen. Also ich wusste es jetzt nicht und das hat meinen Look zerstört, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich jetzt nicht so gut. Bevor wir den Glitzer raufpacken, weil erfahrungsgemäß zerstört das meistens das Augen-Make-up, mache ich mich mal an den unteren Wimpernkranz. Und zwar brauche ich dafür einen Pencil-Brush. Dann nehme ich diesen von BH. Und wir gehen in die grüne Farbe. Es gibt leider keine hellere Farbe, mit der man das jetzt einleiten kann. Und die ist auch schön pigmentiert. Also man muss die schon ein bisschen aufbauen. Und oben fällt mir auf, dass die Farben ein bisschen fleckig werden, also sich ein bisschen lösen. Also man muss die schon echt aufbauen, dieses Grün. Oder ist es ein Blau? Ein Blaugrün. Komische Farbe. Also schöne Farbe aber. Also bei der Farbe ist das Ding, man muss sie schon sehr krass aufbauen und verschwindet einfach. Ich nehme jetzt einfach diese Peach-Farbe wieder hier und blende das ein bisschen aus. Oh Mann, die Farbe wird jetzt fleckig leider. Ist halt das Ding, wenn man die Palette nicht kennt. Sieht schon ein bisschen katastrophal aus. Ich gehe mal in dieses Gelb, das Pastellgelb. Guck mal, ob das wenigstens ein bisschen korrigiert. Seht ihr, Leute? Ich sehe aus, als wäre ich Kindergartenkind, was ich nicht. Also gerade mal ein bisschen Farbklatsch darauf gemacht hat. Also das verteilt sich, die Farbe. Die ist jetzt gefühlt unter mein Auge, 10 Kilometer tief. Und je mehr ich ausblende, und ich gehe nicht mal über die Farbe drüber, sondern nur über die Ränder, ein bisschen mehr verschwindet sie. Also, sieht schon. Sieht schon blöd aus. Ich muss gleich mir Concealer holen und ein bisschen clean up machen. Ich mische mal die Farben zusammen. Kommt ein schönes Lila raus. Geh mal an die Ränder. Da darf man nicht blenden, sondern muss ein bisschen so tupfen. Und dann geht's mit den Ausblenden, um dass das Pigment wegfällt. Also ich habe schon so leicht ziehende Bewegungen drin, aber ich gehe jetzt nicht so krass wie mit so einem Blender rein. Ich weiß nicht, wie es in der Kamera aussieht, aber es sieht echt blöd aus gerade. Bevor ich hier off-camera ein bisschen Action mache, gehen wir in die Glitzerfarbe rein. Ich versuche es erstmal mit einem Pinsel. Es gibt ja Leute, die mögen nicht mit dem Finger arbeiten. Das mag ich zum Beispiel auch nicht. Ja, ist eine schöne Glitzer-Akzentfarbe. Mit dem Pinsel ist es natürlich so sehr flach verteilt. Also sieht schon schön aus, muss ich zugeben. Ja, mit dem Finger kriegt man natürlich wieder mehr, weil die Finger haben ein bisschen mehr Wärme. Ich spiele gerade ein bisschen herum, weil der Look ist halt nicht gut geworden. Also kann ja jetzt schon sagen, das seht ihr wahrscheinlich auch schon. Dann gehe ich mal mit dem Kleinfinger und dem Topper in die Inner Corner. Bisschen Highlight zu setzen. Also das Glitzer hat sich mittlerweile auf meinem gesamten Gesicht verteilt. Seht ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr seht das. Ich mach mal eine kurze Aufnahmepause. Versuch mal ein bisschen zu retten. Und dann sehen wir uns zum Fazit. Also sieht jetzt nicht sonderlich toll aus. Ich habe es ein bisschen retten können, aber natürlich Concealer über den Puder sieht nie gut aus. Und ich würde da auch keine Mascara jetzt drauf machen. Also ich spiele da auf jeden Fall nicht mehr herum. Ja, es ist sehr schwer gerade, eine Meinung zu bilden, die positiv ist. Ich glaube, ein Eyeliner würde selbst diesen Look jetzt nicht retten. Normalerweise würde ich sowas machen, aber naja, dazu muss mich der Look überzeugen. Also an sich Package Design und die Farben sind sehr schön, aber sehr schwierig zu arbeiten. Also ich finde die Pigmentation auf jeden Fall nicht schlecht. Man muss aber auf eine bestimmte Art und Weise arbeiten. So, ich glaube, ich habe genug erzählt zu der Palette. Also jetzt seid ihr dran. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren stellen. Ich würde euch empfehlen, euch die Palette anzugucken, aber es ist keine direkte Kaufempfehlung. Es gibt bessere Essence-Paletten, die gerade raus sind. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben oder in die Kommentare schreiben, was euch gefallen hat, was euch auch nicht gefallen hat. Ihr habt jetzt Zeit, meinen Kanal zu abonnieren und wir sehen uns auch bald schon zu einem neuen Video. Ciao! Get down, shake it.